Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wir aber verkündigen Christus als den Gekreuzigten zur Kreuzestheologie des Paulus. Erstens Einführung. Im Alten Testament, im Neuen Testament und natürlich auch im Koran redet Gott nicht unmittelbar selbst, sondern wir haben es mit Gottes Bildern zu tun. Gottes Bilder, die natürlich von Menschen stammen und deshalb selbstverständlich verglichen und beurteilt werden können. Jeder Mensch hat ein Bild, ein Modell von Gott. Auch der Atheist, dass es Gott nämlich nicht gibt, nicht geben darf. Der Skeptiker, dass es ihn vielleicht gibt, aber vielleicht auch nicht. Der Gleichgültige, dass ihn Gott nicht interessiert. Jede Weltanschauung, jede Philosophie und natürlich auch jede Religion hat ein Modell von Gott. Was ist das Besondere des christlichen, hier des paulinischen Gottesmodells? Bei Paulus gewinnt eine biografische Erfahrung theologische Qualität. Er verfolgte die Jesus-Anhänger wegen ihrer Behauptung, ein Gekreuzigter sei der Messias. Und diese Botschaft musste dem Pharisäer Paulus als Gotteslästerung, als Blasphemie vorkommen. Denn im 5. Buch Mose, Kapitel 21, steht, wenn es bei jemandem eine Schuld gibt, eine Verurteilung zum Tode und er hingerichtet wird, indem ihr ihn an einem Holz aufhängt, soll sein Leib nicht die Nacht am Holz zubringen, sondern ihr sollt ihn an jenem Tag begraben. Denn jeder, der am Holz hängt, ist von Gott verflucht. So sollt ihr das Land, das der Herr, dein Gott, dir zum Anteil gibt, nicht beflecken. Jeder, der am Holz hängt, ist verflucht, sagt das Alte Testament. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Paulus als Pharisäer davon überzeugt war, dass genau dieser von der Tora ausgesprochene Fluch auch auf diesem Gekreuzigten, nämlich Jesus von Nazareth, liegt. Die Offenbarung bei Damaskus kehrte nun urplötzlich und unerwartet dieses theologische Koordinatensystem um. Paulus erkennt bei Damaskus, dass der am Holz Verfluchte eben nicht einfach nur einer von tausenden Verbrechern ist, sondern der Sohn Gottes. Das heißt also, im Licht der Auferstehung wird das Kreuz vom Ort des Fluches zum Ort des Heils. Und deshalb kann Paulus den Korinthern zurufen, wir aber verkündigen Christus als Gekreuzigten, für Juden ein Anstoß, für Heiden eine Torheit. Das Kreuz wird bei Paulus zum Signum des neuen Glaubens schlechthin. Es bildet nicht nur den Ausgangspunkt einer neuen Definition des Jesus von Nazareth, sondern darüber hinaus ist es der Ausgangspunkt für ein neues Gottesbild und für eine neue Weltsicht. Paulus entwirft ein völlig neues Gottesbild, das bis heute, ja man kann sagen gerade heute wieder, unter den Religionen höchst umstritten ist. Wie genau kommt nun das Kreuz bei Paulus in den Blick?
Teil 2, das Kreuz in der paulinischen Theologie. A, das Kreuz als historischer Ort. Die Rede vom Kreuz ist einerseits bei Paulus immer theologisch gefüllt, aber sie löst sich nicht von der Geschichte, sondern ihr Ausgangspunkt ist das Kreuz als Ort des Todes des Jesus von Nazareth. Wenn Paulus vom Skandal des Kreuzes spricht, dann nimmt er Bezug auf die konkrete, entehrende Hinrichtungsart der Kreuzigung, die einen Menschen als Verbrecher, nicht aber als Gottes Sohn ausweist. Das Kreuz, die Kreuzigung, galt als eine entehrende Strafe. Der zu Kreuzigende musste oftmals den Querbalken zur Kreuzigungsstätte selber tragen. Er wurde angenagelt oder aber mit Stricken festgebunden. Um das Leben des Gekreuzigten zu verlängern oder zu verkürzen, hatten sich die Henker sehr verschiedene Methoden ausgedacht. Der Tod konnte schon nach 3 Stunden, er konnte aber auch erst nach 3 Tagen eintreten. Die Todesursache oder besser die Todesursachen resultierten in der Regel aus dem Zusammenwirken mehrerer Faktoren. Einmal ein traumatischer Schock, dann orthostatischer Kollaps, das heißt also das Blut absacken während aufrechter Körperhaltung in die untere Körperhälfte. Drittens Erstickung, das heißt man kann nicht mehr richtig atmen. Viertens Herzbeutel, Tamponade, das heißt die Ansammlung seriöser Flüssigkeit im Herzen. Verantwortlich für Kreuzigungen in Palästina war durchweg der römische Statthalter. Die Kreuzigung war die bevorzugte römische Todesstrafe für Sklaven und für Aufständische. Und im Zeitraum zwischen 63 vor und 66 nach Christus wurden alle Kreuzigungen in Palästina an Aufständischen und ihren Anhängern von den Römern durchgeführt. Also das Kreuz ist bei Paulus bei aller theologischen Füllung zuallererst und bleibend auch ein historischer Ort, ein einmaliger historischer Ort. B. Der zweite Aspekt, das Kreuz als argumentativ-theologischer Topos. Da kommt das Kreuz in mehreren Sachzusammenhängen bei Paulus vor. In Korinth geht es um die sachgemäße Bestimmung der Weisheit Gottes. Paulus versucht den Korinthern klarzumachen, dass die Weisheit Gottes sich gerade dort offenbart hat, wo sie es selber, ja wo es die Menschen normalerweise nicht vermuten. Eben nicht in der äußeren Macht, der Pracht, dem Ansehen und der menschlichen Weisheit zeigt sich Gottes Weisheit, sondern am und im Kreuz. Die Logik des Gegenteils bestimmt das paulinische Denken. Gott erwählte die Geringen und die Verachteten. Und der Apostel muss ein Leben in Niedrigkeit mit ständiger Gefährdung führen, obwohl er doch das göttliche Evangelium verkündet. Wenn Teile der Gemeinde von Korinth meinten, sie würden sich bereits im Stand der Vollendung befinden, dann verwechseln sie die Weisheit der Welt mit der Weisheit Gottes. Ein zweiter argumentativ-theologischer Topos, wo das Kreuz eine wichtige Rolle spielt, ist die Rechtfertigungslehre, so wie wir sie im Galaterbrief finden. Hier sagt Paulus gegenüber der Beschneidungsforderung der judaistischen Gegner ganz klar, dass der Gekreuzigte
die Getauften und die Glaubenden vom Gesetz befreit hat. Er sagt in Galater 3,3, Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Wenn das Gesetz den Gekreuzigten als Verfluchten charakterisiert und wenn der Gekreuzigte diesen Fluch des Gesetzes auf sich selbst genommen hat, dann kann das Gesetz nicht mehr verbindliche Grundlage für die Christen sein. Und da gibt es einen weiteren Bereich, nämlich den Bereich der Ethik, in dem das Kreuz eine entscheidende Rolle spielt. Das Kreuz ist nämlich nicht nur der Ort der Existenzwende des Jesus von Nazareth, nämlich gestorben und zum Leben erhöht. Das Kreuz ist gewissermaßen auch das Zeichen der Lebenswende eines jeden Christen, denn in der Taufe, so sagt Paulus in Römer 6,6, sind wir mit Christus mitgekreuzigt. Oder er sagt in Galater 2,19, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt also, in der Taufe werden die Glaubenden mit dem Kreuzesgeschehen gewissermaßen verbunden. Kreuz als historischer Ort, das Kreuz als argumentativer theologischer Topos. Der dritte große Bereich, wo das Kreuz bei Paulus eine Rolle spielt, das Kreuz als Symbol. Das Kreuz ist in all diesen Argumentationszusammenhängen immer auch ein Symbol. Es hat Verweischarakter. Es präsentiert das Vergangene als Gegenwärtiges. Als Ort des einmaligen Transfers Jesu Christi vom Tod ins Leben prägt das Kreuz eben auch die gegenwärtige Existenz der Christusgläubigen. In der Taufe erfolgt die Einbeziehung in das Kreuzigung und Auferstehungsgeschehen, in dem die Macht des Todes und die Macht der Sünde überwunden und der neue Status des Menschen als neue Schöpfung realisiert wird. Die Rede vom Kreuz ist also das Spezifikum paulinischer Theologie. Der Apostel entwickelte sie nicht aus der Gemeindeüberlieferung, sondern aus seiner Biografie. Das Wort vom Kreuz ist gewissermaßen die Mitte der paulinischen Sinnwelt. Sie lehrt die Wirklichkeit von dem im Gekreuzigten offenbar werdenden Gott her zu verstehen und daran sein Denken und Handeln auszurichten. Menschliche Werte, Normen und Klassifizierungen erhalten vom Kreuz her eine neue Deutung, denn Gottes Werte sind die Umwertung menschlicher Werte. Drittens, Kreuz und Auferstehung oder wie ist Gott zu denken? Warum ist das Kreuz so wichtig für die frühen Christen? Jesus war einer von Tausenden von Gekreuzigten, über die niemand jemals gesprochen hat. Warum war und ist das Kreuz so wichtig? Die Antwort ist einfach und zugleich folgenschwer. Weil von allen Gekreuzigten dieser eine nicht im Tode
geblieben ist. Für Paulus ist auch der Auferstandene der Gekreuzigte. Er sagt in 2. Korinther 13, 4, denn er wurde aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Allein die Auferstehung wirft ein neues Licht auf den Tod Jesu. Die Auferstehung begründet sachlich die Heilsbedeutung des Todes Jesu und zugleich gewinnt in der Auferstehungsverkündigung das Evangelium des Paulus seine letzte Zuspitzung, nämlich der Auferstandene trägt die Nägelmale des Kreuzes. Die Bedeutung des Kreuzes erschließt sich allein von der Auferstehung her, genauer gesagt von der Realität der Auferstehung her. Paulus lässt an der Bedeutung der Auferstehung als Fundament des neuen christlichen Glaubens keinen Zweifel. Er sagt in 1. Korinther 15, Vers 14, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist auch unsere Verkündigung leer und auch euer Glaube ist leer. Oder etwas später, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Paulus versteht offenbar Tod und Auferweckung Jesu als ein leibliches Geschehen in Raum und Zeit. Darauf weist vor allem die Zeugenliste in 1. Korinther 15, Vers 6 bis 9 hin. Hier speziell die Erwähnung der 500 Brüder in 1. Korinther 15, 6. Da sagt er, also Jesus wurde gekreuzigt, ist auferstanden und er ist erschienen, erst dem Petrus, dann den Zwölfen und dann. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Viele von den 500 Brüdern leben noch und sie können befragt werden. Das heißt also, Paulus geht davon aus, die Korinther können die historische Realität der Auferstehung nachprüfen. Müssen Sie hinfahren, ganz einfach. Rudolf Bultmann erfasst diese Textintention zutreffend, wenn er betont, Zitat, ich kann den Text nur verstehen als den Versuch, die Auferstehung Christi als ein objektives, historisches Faktum glaubhaft zu machen. Zitat Ende. Kann man nur sagen, stimmt. Bultmann fährt dann aber fort, noch einmal, Zitat, und ich sehe nur, dass Paulus durch seine Apologetik in Widerspruch mit sich selbst gerät, denn mit einem objektiven historischen Faktum kann allerdings das nicht ausgesagt werden, was Paulus von Tod und Auferstehung Jesu sagt. Zitat Ende. Was von Paulus als geschichtliches Ereignis begriffen wurde, will Bultmann in den Bereich des Mythologischen schieben, um so die Glaubwürdigkeit des Evangeliums in der Moderne zu wahren. Der einzige Auferstehungszeuge, von dem wir schriftliche Nachrichten besitzen, verstand die Auferstehung Jesu Christi von den Toten jedoch offenkundig als ein Ereignis innerhalb der Geschichte, das sein eigenes Leben vollständig verändert hat. Für Paulus ist dieses Verständnis von Auferstehung eben keine Interpretationsfrage, sondern Bestandteil seines Evangeliums. Nur wenn Jesus Christus leibhaftig und damit wirklich von den Toten auferstanden ist, können Christen auf Gottes endzeitliches Retterhandeln hoffen.
Wie aber, das fragen Sie sich jetzt bestimmt selber, wie aber ist es möglich, die Wahrheit des Evangeliums von der Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi in einer Zeit zu behaupten, wo der Wahrheitsanspruch exklusiv an die Rationalität der Wissenschaften, insbesondere der naturwissenschaftlichen Methodik, gebunden ist? Welche Plausibilität besitzen die Argumente der Bestreiter und der Befürworter der Wirklichkeit der Auferstehung? Drei Interpretationsmodelle sind bis heute in der Diskussion von Bedeutung und ich will sie nur ganz kurz vorstellen. Erstens, Hermann Samuel Reimarus, 1694 bis 1768, unterschied zwischen dem Anliegen Jesu und seiner Jünger. Jesus war ein jüdischer politischer Messias, der ein weltliches Reich aufrichten und die Juden von der Fremdherrschaft erlösen wollte. Die Jünger standen nach der Kreuzigung vor der Vernichtung ihrer Träume. Sie stahlen den Leichnam Jesu und erfanden die Botschaft von seiner Auferstehung. Das heißt also, der weltgeschichtlich größte Betrug, der fand damals statt. Das zweite Modell, nach David Friedrich Strauss, 1808 bis 1874, liegt der historische Ursprung des Osterglaubens in Visionen der Jünger in Galiläa, weit weg vom Grab Jesu. Die Jünger befanden sich in einem seelischen Ausnahmezustand. Sie waren in einer besonderen Belastungssituation. Ihr bisheriges Leben war zusammengebrochen. Und nun setzten, so sagt David Friedrich Strauss, innerpsychische Vorgänge ein. Visionen. Die Jünger hatten Visionen, aber innerpsychische Visionen. Visionen, die sozusagen von innen aus ihnen herauskamen, wo sie dann der Meinung waren, dieser Jesus von Nazareth ist auferstanden. Sie waren subjektiv davon überzeugt, den Auferstandenen gesehen zu haben. Also eine leichte Verschiebung gegenüber Reimarus. Bei Reimarus ist es der bewusste Betrug, bei Strauss ist es der unbewusste Betrug. Es läuft aber in beiden Fällen auf dasselbe raus. Die Jünger haben eigentlich diesen Auferstehungsglauben erfunden. Das dritte Modell, Rudolf Bultmann stellt fest, ich zitiere, wie der Osterglaube bei den einzelnen Jüngern entstand, ist in der Überlieferung durch die Legende verdunkelt und sachlich von keiner Bedeutung. Zitat Ende. Bultmann versteht Ostern als ein eschatologisches Ereignis. Als solches werde Ostern gerade missverstanden, wenn man es mit weltlichen Kriterien erklären will, denn der Auferstandene ist ja kein beglaubigendes Mirakel. Vielmehr, die Auferstehung ist nichts anderes, und jetzt zitiere ich wieder Bultmann, als der Ausdruck der Bedeutsamkeit des Kreuzes. Zitat Ende. Und deshalb gilt, wieder Zitat Bultmann, Jesus ist ins Kerygma auferstanden. Zitat Ende. Das heißt also, Jesus ist in die Verkündigung der Jünger auferstanden. Da ist er eigentlich präsent. Was das eigentlich bedeuten soll, weiß natürlich kein Mensch. Das ist eine elegante rhetorische Formulierung. Jesus ist ins Kerygma auferstanden, aber mir hat sich das nie erschlossen. Was bei Paulus noch eine historische Tatsache war, ist nun eine bloße Interpretationsfigur eines Geschehens mit einem unklaren Realitätsstatus. Die Probleme all dieser drei Modelle
sind offenkundig. Während das Kreuz als historisches Datum akzeptiert wird, verschwindet die Auferstehung als unzugängliches Geschehen im Dunkel der Geschichte. Damit wird aber zugleich das Kreuz seiner Bedeutung beraubt. Und vor allem, weder Kreuz noch Auferstehung werden sinnvoll mit dem Leben und dem Glauben der Menschen verbunden. Wie aber ist das möglich? Wie kann man Kreuz und Auferstehung mit unserem Leben im 21. Jahrhundert verbinden? Ausgangspunkt zur Beantwortung dieser Frage muss der Gottesgedanke sein. Auferstehung wird bei Paulus, wie im gesamten Neuen Testament, immer streng als exklusive Gottestat verstanden. Das eigentliche Subjekt der Auferstehung ist Gott. Das heißt also, die Rede von oder über die Auferstehung Jesu Christi ist zuallererst eine Aussage über Gott selbst. Als schöpferisches Handeln Gottes an dem gekreuzigten und gestorbenen Jesus von Nazareth muss die Wirklichkeit der Auferstehung als Wirklichkeit von Gott her verstanden werden. Gottes Wirklichkeit aber ist größer als unsere Erfahrungen. Würde Gott nur das können, was auch wir können oder was wir für möglich halten, was wir Gott sozusagen erlauben, dann wäre er nicht Gott, sondern dann hätten Feuerbach und Freud und alle anderen in der Tat recht. Dann wäre er unser Produkt. Wenn der Mensch die Möglichkeiten Gottes mit seinen eigenen Möglichkeiten gleichsetzt, dann redet er nicht mehr von Gott, sondern er redet ausschließlich von sich selbst, so oft er dann auch das Wort Gott in den Mund nehmen mag. Lässt man hingegen Gott Gott sein, dann muss man ihm auch zugestehen, Dinge tun zu können, die unser Begreifen bei weitem übersteigen. Wenn Gott der Schöpfer des Lebens und der Welt ist, und das sagen wir ja von morgens bis abends, ja, dass Gott der Schöpfer des Lebens und der Welt ist, dann kann er auch einen Gekreuzigten von den Toten auferwecken, denn er ist ja der Schöpfer des Lebens. Das heißt also, Auferstehung ist ein Geschehen eigener Art, das seine Plausibilität in sich selbst, nämlich in Gott hat und sich säkularen Übersetzungen oder Relativierungen entzieht. Die entscheidende Erfahrung und Einsicht der glaubenden Menschen lautet ja: In der Auferstehung Jesu Christi von den Toten hat Gott den Tod zum Ort seiner Liebe zu den Menschen und damit auch zum Ort des Lebens gemacht. Und genau diese Erfahrung, die die ersten Jünger bereits gemacht haben, machen Menschen immer wieder und zu allen Zeiten. Gott ist ein Gott der Lebendigen. Natürlich sind diese Lebenserfahrungen von Menschen nicht einfach vergleichbar mit Auferstehung von den Toten. Dennoch haben sie Hinweischarakter. Gott handelt in meinem Leben und für mein Leben. Und ich darf die Hoffnung haben, dass er auch in meinem Tod handeln wird, so wie er eben an Jesus von Nazareth gehandelt hat. Auferstehung der Toten ist deshalb keine Vertröstung auf das Jenseits,
sondern eine Erweiterung der Perspektive. Weg von der gegenwärtigen Überhöhung des Diesseits mit ihren destruktiven Folgen hin zu einer Hoffnung, die Diesseits und Jenseits umfasst. Wir sollten uns nicht verunsichern lassen. Religion ist keine Illusion oder Projektion, sondern ein Teil des Lebens und ein Teil der Wirklichkeit. Bei Milliarden von Menschen ist der Glaube, wie die Liebe, wie die Hoffnung, eine psychische Realität, die zur Deutung, zum Verstehen und zur Bewältigung von Lebenssituationen und Lebenssinn beiträgt, als einleuchtend, hilfreich und gut empfunden wird. Und insofern ist der Glaube natürlich auch ein Wissen, ein ganz besonderes Erfahrungs- und Lebenswissen. Denn jedes Wissen entsteht aus Erfahrung und Deutung. Und der Glaube weiß, was für Kreuz und Auferstehung Jesu gilt, der sein Leben für uns losließ, um es von Gott neu zu erhalten, das dürfen auch wir erhoffen. Dass Gott uns durch unseren biologischen Tod hindurch Leben schenken wird. Dieses Wissen, das der Glaube hat und das damit Lebenswirklichkeit ist, dieses Wissen ist keineswegs überholt, wie uns seit 300 Jahren ununterbrochen eingeredet wird. Vielmehr wird immer deutlicher, dass die Moderne oder die Postmoderne, wie immer sie wollen, dass diese selbst eine Inszenierung ist. Die Postmoderne, unsere Zeit, propagiert sich als die überlegene Epoche gegenüber allen anderen weltgeschichtlichen Epochen, weil sie behauptet, dass in ihr die Erkenntnis, das Wissen, die Wissenschaften und der Fortschritt in besonderer Weise realisiert werden. Und der Historismus, der alles Übernatürliche aus der Geschichte verbannen will und dem Reimarus, Strauss und Bultmann verpflichtet waren, der Historismus ist selber ein Teil dieser Inszenierung, indem er behauptet, die modernen Wissenschaften auf dem Gebiet der Geschichte zu repräsentieren, indem er behauptet, zu entzaubern, indem nun angeblich das wahre Erkennen den Mythos ablöst. Die Inszenierung der Moderne mit ihrem Anspruch zu entzaubern ist selber ein Mythos. Wenn man sich das mal genau vorstellt, dieses Bild, was oft gebraucht wird, die Wissenschaften entzaubern, ja, was bleibt denn dann übrig? Dann gibt es keinen Zauber mehr. Dann gibt es sozusagen nur noch das Brachiale, die brachiale Wirklichkeit. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wird aus meiner Sicht jedenfalls überdeutlich, dass die Moderne oder die Postmoderne selbst ein Mythos ist und genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie verheißt, nämlich Zerstörung statt Fortschritt. Viertens, das Kreuz und die Theologie der Religionen. Die Kreuzigung des Jesus von Nazareth am 7. April des Jahres 30 ist auf der einen Seite ein zufälliges historisches Ereignis, auf der anderen Seite als Ausgangspunkt der gesamten neutestamentlichen Theologie ein weltgeschichtliches Datum. Die Erscheinungen des Auferstandenen führten die frühen Zeugen zu der Einsicht, dass der von Jesus verkündigte Gott
sich umfassend mit diesem Jesus identifizierte, sodass Gott selbst Jesus den göttlichen Status als Sohn zuerkannte. Jesus verkündigte einen Gott der Liebe, der seine Liebe zum Sohn gerade im Leiden und im Tod erwies. So wurde die Erniedrigung am Kreuz nicht als unangemessen für einen Gottessohn im frühen Christentum überwunden oder eliminiert, sondern bereits bei Paulus zum maßgeblichen Bestandteil des Gottesbildes. Das Revolutionäre dieses Vorgangs war Paulus bewusst. Wir haben es schon mehrfach gehört. Wir aber verkündigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Völkern eine Torheit. Hier an dieser Stelle, gleich am Anfang der Entstehung des Christentums, wird ein völlig neues Gottesbild etabliert. Indem Gott sich mit Jesus identifiziert, identifiziert er sich auch mit dessen Leiden und Tod. Gott und Leiden bzw. Tod sind nun nicht einfach mehr Gegensätze oder unvergleichbare Kategorien, sondern sie werden zusammengedacht. Gott ist auch im Leiden und im Tod gegenwärtig. Und damit erfährt das Konzept des allmächtigen Gottes im Judentum, bei den Griechen und Römern und später im Islam eine wesentliche Modifizierung, ja sogar eine Kontrastierung. Was bei Jesus anfing, gilt nun auch für andere und für alle Zeiten. Gott erwählt die Schwachen und weicht dem Leid und dem Tod nicht aus. Ein völlig neuer Ansatz, der über ein großes Deutungspotenzial verfügt, was wir im Neuen Testament, insbesondere bei Paulus, bei Markus und bei Johannes, sehen. Krisen, Krankheit oder Sinnlehre bedeuten nicht mehr Gottes Ferne, sondern auch in den schweren und dunklen Seiten des Lebens ist Gott anwesend. Das Menschliche ist ihm in keiner Weise fremd. Und das bedeutet, mit dem Kreuz beginnt das christliche Projekt der Humanisierung des Gottesgedankens. Zugleich markiert aber das Kreuz bis heute den entscheidenden Unterschied des Christentums zum Judentum und zum Islam, ja zu jeder Gottesvorstellung. Im Alten Testament gibt es zwar viele Hinweise auf die Barmherzigkeit Gottes, aber insgesamt dominiert der Herrschende, der Richtende und der strafende Gott. Auch bei den Griechen ist Gott kategorial von den Menschen geschieden. So fordert Epikur seine Schüler auf, sich eine zutreffende Vorstellung über Gott zu machen. Ich zitiere: Erstens haltet Gott für ein unvergängliches und glückseliges Wesen, entsprechend der gemeinhin gültigen Gottesvorstellung, und dichtet ihm nichts an, was entweder mit seiner Unvergänglichkeit unverträglich ist oder mit seiner Glückseligkeit nicht im Einklang steht. Das Kreuz hat mit Glückseligkeit nichts zu tun, das Kreuz hat mit Unvergänglichkeit nichts zu tun. Für den entstehenden Islam war die Vorstellung, dass Jesus als der nach Mohammed zweitwichtigste Gesandte des allmächtigen Gottes von Juden gekreuzigt wurde, natürlich anstößig und unannehmbar. Und deshalb
übernahm man im Islam eine doketische Interpretation der Kreuzigung. Doketisch heißt, Jesus wurde nur zum Schein gekreuzigt, nicht wirklich. Eine doketische Interpretation, wie wir sie auch in gnostischen Kreisen finden. Im Koran, Sure 4, 158, wird berichtet, die Juden hätten gesagt, und jetzt zitiere ich, also die Juden hätten gesagt, ich zitiere, wir haben Christus Jesus, den Sohn Marias, den Gesandten Gottes getötet. Sie haben ihn aber nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern es erschien ihnen eine ihm ähnliche Gestalt. Zitat Ende. Noch einmal, die Juden hätten gesagt, wir haben Christus, den Sohn Marias, getötet. Und jetzt sozusagen die Position des Koran. Sie haben ihn aber nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern es erschien ihnen eine ihm, nämlich Jesus, nur ähnliche Gestalt. Zitat Ende. Das ist eine Vorstellung, die auch bei Gnostikern zu Beginn des zweiten Jahrhunderts belegt ist. So wird über den Gnostiker Basilides um 130 berichtet, er habe über Simon von Kyrene gesagt, ich zitiere, der wurde dann, nämlich Simon von Kyrene, der wurde dann aus Unwissenheit und Irrtum gekreuzigt, nachdem er vom Christus so verwandelt worden war, dass man ihn für Jesus hielt. Jesus selbst hatte die Gestalt Simons angenommen, stand dabei und lachte. Denn weil er die körperlose Kraft war und der Nous des ungezeugten Vaters, konnte er sich beliebig verwandeln und ist so zu dem aufgefahren, der ihn gesandt hatte. Und dann gibt es einen zweiten Gnostiker, Kerinth heißt er, und über den wird berichtet, er habe gesagt, nach der Taufe ist der Christus von der Gewalt, die über alles herrscht, in Gestalt einer Taube auf ihn herabgekommen. Also auf den Jesus von Nazareth ist der Christus von oben herabgekommen. Da verkündigte er den unbekannten Vater und tat Wunder. Zu guter Letzt aber hat der Christus Jesus wieder verlassen und Jesus hat gelitten und ist auferweckt worden. Der Christus aber ist leidensunfähig. Zitat Ende. In der Gnosis, wie auch im späteren Islam, wird das Kreuz seiner Bedeutung beraubt. Gottes überragende Göttlichkeit, seine Gottheit, lässt es nicht zu, dass er gekreuzigt und wirklich gestorben ist. In beiden Fällen, sowohl bei der Gnosis als auch im späteren Islam, dürfte letztlich der Platonismus im Hintergrund stehen. Also die Vorstellung, dass Menschliches und Weltliches auf der einen Seite und Göttliches auf der anderen Seite für immer und grundsätzlich kategorial geschieden und verschieden sind. Und jede Vermischung dieser beiden Sphären wird als Sakrileg angesehen. Was bedeuten diese grundlegenden Unterschiede für den Dialog der Religionen? Ganz einfach. Sie markieren das Zentrum und zugleich die Grenzen des Dialogs. Das Zentrum, weil es ja um die Struktur der Gottesbilder geht. Jede Religion muss sich nach der Aufklärung die Frage gefallen lassen, wie sieht dein Gottesbild aus und wo kommt es her? Die Antwort, es kommt von Gott, reicht nicht aus, denn alles ist historisch bedingt und alles stammt von Menschen. Deshalb
müssen die Religionen sich der Zumutung der historischen Präzisierung und damit auch der Relativierung unterziehen. Der historische Vergleich von Religionen ist unumgänglich, um die divergierenden Wahrheitsansprüche aufzunehmen und kritisch zu prüfen. Verweigern sich die Religionen diesem notwendigen Schritt, müssen sie als totalitär bezeichnet werden. Öffnen sie sich, dann wird sich sehr schnell zeigen, dass die Christologie und hier speziell das Kreuz der Streitpunkt und gleichzeitig der Differenzpunkt ist und bleibt. Denn in Kreuz und Auferstehung hat sich Gott zum Gott des Sohnes gemacht. Das ist das christliche Gottesbild. Gott hat sich zum Gott des Sohnes gemacht. Das Kreuz bedeutet im Hinblick auf das Christentum, hier vollzieht sich die Identifikation des ewigen Schöpfers mit seinem Gegenteil, dem sterblichen Geschöpf. Weil Gott dies an Jesus von Nazareth vollzieht und damit dessen Gottesverkündigung legitimiert, wurde er als Sohn in die Gottesvorstellung selbst mit aufgenommen. Die Liebe als Beweggrund dieses Geschehens ist damit unaufgebbar in Gott selbst verankert. Das neue Gottesbild, das das frühe Christentum gebildet hat, ist nun nicht einfach nur eine Wertidee, sondern es hat sich im Leben, Sterben und der Auferstehung Jesu Christi geschichtlich realisiert. Es wurde zum Ausgangspunkt einer rasanten historischen Entwicklung. Jesus verkörpert in einzigartiger Weise das Modell von Gott als Liebe. Und darin besteht seine bleibende Bedeutsamkeit. Das Besondere des christlichen Gottesmodells besteht also darin, dass die denkerische Idee von Gott als Inbegriff der Liebe und des Guten sich in einer historischen Person einmalig realisiert hat. Diese Idee findet sich bereits bei Plato. Gott muss das Gute sein, Gott muss das Schöne sein, Gott muss das sittlich Vollkommene sein, sonst er kann nichts anderes sein, sozusagen. Und diese denkerische Idee realisiert sich nun im frühen Christentum in einer historischen Person. Das heißt also, das Gedachte und das Geschehene fallen in Jesus Christus zusammen. Und hier liegt die unaufgebbare Bedeutung der Person Jesu für die Bestimmung des Gottesbildes. Würde man Jesus aus der Bestimmung dessen, was Gott sein soll, herausnehmen und hier und dort bei den evangelischen, vielleicht auch bei den katholischen, passiert das schon mal, dann bekomme ich schlicht ein anderes Bild von Gott. Ein Modell, das dann um seine historische Verifikation gebracht wird, das ist dann jedenfalls nicht mehr der Gott des Neuen Testaments. Das Neue Testament vertritt durchgängig einen christologischen Monotheismus. Das heißt also, das Wirken Jesu Christi wird als authentische Auslegung des einen Gottes Israels und der ganzen Welt verstanden, die eben in Kreuz und Auferstehung von Gott selbst beglaubigt wird. Das Kreuz erscheint nun nicht mehr nur als Ort des Scheiterns, sondern im Licht der Auferstehung wird es zu einem Symbol des Lebens. Und die Erfahrung der Auferstehung gab den Jüngern und den Jüngerinnen eine neue Perspektive und erlaubte es ihnen, die vorösterliche Bedeutsamkeit des Jesus von Nazareth aufzunehmen und unter nachösterlichen Bedingungen neu zu interpretieren. Jesu Verkündigung wurde als authentische Gottesauslegung verstanden, die Gott selbst in Kreuz und Auferstehung beglaubigt hat. Der Kern des neuen Gottesbildes der frühen Christen lautet: Gott ist so, wie Jesus ihn in seiner Lehre, seinem Leben und in seinem Sterben
ausgelegt hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.